Kollegen, weißt du, geht's. Ja, bitte, sind Sie so gut, machen Sie sich bequem. Dann sind die Fragen weniger aggressiv. Das ist ich bin bereit, Sie können mich fragen. Wunderbar, also fangen wir an mit der Charakterisierung aus Ihrer Perspektive im ganzen Kontext von der Stadt Zürich von Schwamendingen. Was ist Schwamendingen für Sie für ein Quartier, für den Stadtkreis? Schwamendingen ist ganz ein spezieller Kreis mit sehr vielen unterschiedlichen Gesichtern. Schwamendingen hat grosse Veränderungen erlebt in den letzten Jahren. Sie haben früher ein eigenes Zentrum gehabt dort, in den Kurven. Früher hat es sogar, glaube ich, ein Jelmoli gehabt dort und alles Mögliche. Es war wie ein Quartierzentrum, ein Dorfzentrum, ein Stadtzentrum, darf man eigentlich sagen. Und das ist ein bisschen verloren gegangen, wird jetzt ein bisschen verrissen zwischen dem Glattzentrum, zwischen dem Hochbord in Dübendorf und so weiter. Das ist einerseits ein das Problem für die Identität des Alltagslebens dort. Auf der anderen Seite hat Schwamendingen wunderschöne Wohnquartiere dort am Hang drauf, gegen Waldau, die mit Fluglärm nichts zu tun haben, die wirklich toll sind, die man gar nicht richtig realisiert. Schwamendingen hat viel von einer Gartenstadt, hat einen sehr grossen Anteil Grünfläche, hat nicht eine hohe Dichte bei der Überbauung und hat in diesem Zusammenhang wirklich tolle Qualitäten. Ist mit dem Tram sehr gut an der Innenstadt angebunden und so weiter und so fort. Hat das grosse Problem, das muss ich sagen, mit der Südanflugschneise, das ist ein relativ begrenzter Bereich, aber das ist eines der lästigsten Probleme. Und ich hoffe wirklich, dass in der nächsten, relativ schon bald, dort eine bessere Verbesserung möglich ist. Der Kröpfli Nordanflug wäre eigentlich parat. Der Bundesrat muss nur noch ein bisschen Mut haben, den jetzt mal in Betrieb zu nehmen, wegen meiner Probe halber und so. Und wir werden sehr schnell merken, dass Schwamendingen enorm entlastet wird. Für Tele Schwamendingen das drittgrösste Lokalfernsehen in Zürich vom Stadtpräsidenten. Alles Gute.